Ja, guten Morgen. Also alle, die mich noch nicht kennen, ich bin David Stanke und ich komme aus Hameln. Das liegt bei Hannover, Niedersachsen. Ja, und der liebe Mayborn hat mich gestern gebeten, mein Zeugnis zu erzählen. So, der erste Teil wird daraus jetzt, bestehen, wie ich zu Gott gefunden habe. Beziehungsweise, ich wurde in einer adventistischen Familie geboren, also muss ich nicht mehr so wirklich zu Gott finden. Und der zweite Teil wird halt daraus bestehen, ja, wie ich an die medizinische, missionarische Arbeit gekommen bin. Ja, also ich wurde in Verden geboren, das ist in der Nähe von Bremen. Und irgendwann bin ich dann mal meine Eltern sind mit mir ja, Richtung Hameln gezogen. Und da war ich so 5 Jahre alt. Und dann sind wir gleich nach Hameln in die Adventgemeinde gegangen. Also wie gesagt, ich bin als Adventistenkind geboren worden und ja, ich musste halt nicht mehr den richtigen Glauben finden oder die richtige Gemeinde. Ne? Ja, es war halt so, dass ich als Kind, als Jugendlicher halt in die Gemeinde gegangen bin, aber ich muss halt zugeben, ich hatte nicht wirklich in dieser Zeit eine Beziehung zu Gott so richtig. Ich bin halt in die Gemeinde gegangen, weil meine Eltern mich halt jeden Morgen geweckt, also jeden Sabbat geweckt haben. Bin ich mitgegangen. Ich habe mich auch über, so über die Gemeinschaft gefreut, aber ich bin auch hauptsächlich sehr viel halt wegen den Jugendlichen hingegangen, ne? Also wegen Freundschaft und so. Ja, und ja, ich hatte kein intensives Gebetsleben in der Zeit. Also nur um so diese Zeitspanne zu bestimmen. Es war so von klein auf halt, bis ich so 17, 18, 19 war. Und da fing das langsam an, dass ich halt rausgegangen bin aus der Gemeinde. Und deswegen wollte ich halt erzählen, ich hatte keine so wirkliche Beziehung zu Jesus Christus, wie man sich das halt vorstellt oder wie er sich das halt auch wünscht von uns. Also ich habe nicht gebetet, nur halt beim Essen, wie man das so kannte und auch nicht in der Bibel gelesen, außer halt in der Gemeinde, aber außerhalb auch nicht. Habe mich gar nicht wirklich mit Jesus Christus beschäftigt. Ja, und nach kam dann so die Zeit, ne, wo dann halt ja, auch Schulfreunde immer von Partys erzählt haben und wie toll es da so ist, angeblich toll. Ja, und dann irgendwann, wo ich dann so ja, ins Erwachsenenalter kam, 18 wurde, ja, hatte ich dann, ich nenne es jetzt mal, meine Freiheit und musste halt nicht mehr wirklich in die Gemeinde gehen. Vorher haben mich meine Eltern halt immer mitgenommen, auch wenn ich manchmal nicht wollte, was ich heute ganz gut finde. Damals war ich halt manchmal sauer drauf, wenn sie mich morgens geweckt haben. Ich wollte einfach nur schlafen und ich hatte keine Lust da drauf. Naja, und dann bin ich halt ja, nach und nach dann an Wochenenden halt immer unterwegs gewesen mit Freunden, habe dann halt angefangen auch Alkohol zu trinken. Also jetzt nicht permanent, dass ich jetzt jeden Tag getrunken habe, halt am Wochenende auf den Feiern, wo wir dann halt waren, oder in Diskotheken. Ja, und dann kamen irgendwann auch mal Zigaretten dazu, wie das halt meistens so ist. Und ja, wie gesagt, ich bin dann immer ab und zu nochmal in die Gemeinde gegangen, weil ich halt noch teilweise Kontakt zu den Jugendlichen dort auch hatte und es war auch eine schöne Freundschaft. Aber ja, es war halt nicht, auch wenn wir nach der Gemeinde uns getroffen haben, haben wir uns halt trotzdem nicht mit den christlichen Dingen beschäftigt, sondern Computer zusammengespielt oder irgendwie sowas, was man eigentlich gar nicht machen sollte, am Sabbat schon mal überhaupt nicht. Ne? Ja, und irgendwann kam ich dann noch durch dieses ganze Partyleben an die Droge Marihuana ran und das fing halt immer so mal alle paar Wochen an, dass ich Marihuana konsumiert habe und ja, irgendwann wurde es dann halt jedes Wochenende und bis es zum Schluss dann mal jeden Tag war und das halt auch über Jahre lang. Also man kann sagen, man sagt zwar immer, diese Droge macht nur psychisch abhängig, aber also ich war schon ziemlich abhängig von Marihuana. Also ich habe sehr viel Marihuana geraucht in meinem Leben und das hat mich dann immer weiter von der Gemeinde weggezogen. Ich muss dazu sagen aber, dass ich habe nie meinen Glauben verloren. Also es war nie der Punkt in meinem Leben, egal wie weit ich entfernt war von Gott, dass ich gesagt habe, es gibt keinen Gott für mich und ich will auch von dem nichts wissen, auch wenn ich jetzt keinen Bezug zu ihm hatte, nicht in die Gemeinde gegangen bin, keine Beziehung zu ihm hatte. Und
Ja, das war halt so, dass mich Gott auch zwischendurch, habe ich das gemerkt, hat er mich auch immer wieder gerufen zu sich, ne? Also es war mal so, dass ich dann jahrelang gar nichts dann auch mit den Jugendlichen auch aus unserer Gemeinde oder überhaupt mit der Gemeinde gar nichts mehr zu tun hatte. Aber irgendwie habe ich mir dann immer mal zwischendurch mal was von Walter Veit angeguckt. Also es war ganz selten, muss man sagen, aber es hat mich dann trotzdem immer wieder interessiert und ich habe dann halt auch gemerkt, ja, wie mich das auch oft berührt hat. Also oft kamen mir während des Vortrags oder am Ende halt auch wirklich die Tränen, weil das einfach mein Herz so berührt hat, was ja, der Walter Veit da gesagt hat. Also ich habe wirklich hauptsächlich damals Walter Veit geguckt, weil mir das sehr gefallen hat. Ja, und aber wie gesagt, das war dann so ein kurzer Moment, ne, wo Gott mir seine Hand hingehalten hat und ich habe sie leider nicht ergriffen. Hab dann immer weiter so gelebt, hab halt, mein Leben bestand aus Musik hören, wirklich von morgens bis abends war Musik mein Leben, natürlich weltliche Musik, kein Mozart oder sowas, sondern mehr so Techno, Hip-Hop und all solche Sachen. Und Filme runterladen, ich habe so viel Zeit vor dem PC verbracht und diese ganzen illegalen Downloads gemacht und ja. Das war so mein Leben von morgens bis abends eigentlich. Ich bin halt auch arbeiten gegangen dann nebenbei, wenn ich dann eine Arbeit hatte und ja. Aber so langsam, weiß ich nicht, irgendwann kam dann so ein Punkt in meinem Leben, wo mir das halt dann auch irgendwo keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich wollte dann halt auch weg von Marihuana überhaupt erstmal, von Zigaretten auch. Und Alkohol war eh nie so mein Freund, weil ich habe das immer getrunken und am nächsten Tag ging es mir immer so schlecht. Da habe ich mich immer gefragt, warum machst du das überhaupt? Trotzdem war man so, ich sag jetzt mal dumm, dass man es trotzdem immer wieder gemacht hat, ne? Wo es einem danach so schlecht ging. Also, das ist wirklich, muss ich sagen, kann ich Gott dankbar sein, dass meine Gesundheit noch so erhalten geblieben ist, wie sie jetzt ist. Das habe ich allein nur ihm zu verdanken, weil ich habe meinen Körper oder den Körper des Heiligen Geistes, den Tempel des Heiligen Geistes wirklich sehr misshandelt in dieser Zeit. Also, ja, und wie gesagt, das war dann so in diesem Leben. Aber Gott hat mich wirklich immer, immer bewahrt, muss ich sagen. Also er hat mich auch bewahrt davor, ich will jetzt die anderen Sachen, die ich gemacht habe, wie Zigaretten, Alkohol, Marihuana, nicht verharmlosen, aber er hat mich auf jeden Fall davor bewahrt, noch andere Drogen zu nehmen, die mir auch angeboten wurden. Ich weiß das bis heute nicht warum, weil alle anderen haben es dann mehr oder weniger gemacht und ich habe das immer abgelehnt. Und ich bin auch Gott dankbar dafür, weil ich bin der festen Überzeugung, dass er mich davor bewahrt hat. Vielleicht wäre ich dann noch in schlimmere Dinge reingerutscht. Ja, auf jeden Fall hat Gott mich auch auf diesem Weg auch vor dem Tod bewahrt. Also ich möchte euch da gerne eine Erfahrung erzählen. Ich hatte mal in Darmstadt Behindertenpflege gemacht, habe dort 24-Stunden-Betreuung gemacht. Das heißt, ich war immer so 3 und 4 Tage im Split halt, also 1, 2 Wochen mal dazwischen frei. Habe ich dort jemanden zu Hause gepflegt in der 24-Stunden-Betreuung und musste dann halt immer von Hameln nach Darmstadt fahren. Das waren halt immer so 400 Kilometer ungefähr. Und ja, wie gesagt, ich habe dann bei ihm da geschlafen, übernachtet und ihn dann halt da gepflegt, ihn gewaschen und alles, was dazugehört, Essen gekocht und sowas. Und irgendwann bin ich mal nach Hause gefahren wieder nach dem Dienst. Und ja, gut, 400 Kilometer, ich wollte mal schnell nach Hause, bin ich auch schnell gefahren, muss ich sagen. Und dann kam so eine Stelle auf der Autobahn, die war dreispurig und in der Mitte und rechts waren LKWs, auch mehrere hintereinander. Und ich war so mit ungefähr 180 Stundenkilometer unterwegs, was natürlich auch nicht wenig ist. Und so, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Abstände, 100, 150 Meter vor mir sehe ich auf einmal, wie dieser eine LKW von der mittleren Spur so ganz langsam so rüberzieht, wo ich mich erschrocken habe und automatisch habe ich natürlich erstmal gebremst, was man in dem Moment so macht und habe halt gemerkt, wenn ich jetzt weiter bremse, werde ich dem LKW einfach nur hinten voll draufknallen, weil bei 180 Stundenkilometern kommt man nicht so schnell zum Stehen. Und ich habe das in ein paar Sekunden wirklich gemacht, habe den Gang runtergeschaltet. Ich hatte zum Glück, sag ich mal, ein Auto mit 174 PS, was einigermaßen gut beschleunigt hat.
Bin wirklich mit Vollgas links gefahren, bin sogar noch auf diesen Grünstreifen draufgekommen mit den linken Rädern. Hinten, mein Heck hat sogar noch die Leitplanke leicht berührt, also es war jetzt kein großer Schaden am Auto. Und ich bin da wirklich zwischen rausgekommen. Ich sage immer, ich weiß nicht, ob vielleicht nicht ein Engel den Wagen sogar angeschoben hat, weil das ging alles so schnell. Das waren wirklich alles Sekunden, wo ich da wirklich nur gesehen habe, der LKW kam halt immer näher und ich bin dann nur schnell dran vorbei und ich weiß nicht, ob der geschlafen hat, auf sein Handy geguckt hat, ich weiß es bis heute nicht. Der ist dann auf jeden Fall irgendwie dann wieder, hat er sich dann wieder eingeordnet, der ist dann nicht. Ich bin dann aber auf jeden Fall vorbei, gleich auf die rechte Spur und dann nur noch 50 km/h gefahren, weil ich so gezittert habe. Ne? Ja, und das ist wirklich was, wo also Gott mich auf jeden Fall vom Tod bewahrt hatte. Aber ich glaube, der LKW hätte mich voll gegen Leitplanke gequetscht. Also 40 Tonnen, nur so, das hätte ich, denke ich mal, nicht überlebt. Und da kann ich Gott wirklich Danke sagen, dass ich hier stehe. Das ist wirklich, ich denke, er hat mich auch öfter schon vom Tod bewahrt, auch wo ich jetzt mal alkoholisierten Zustand nicht mehr wusste, was ich mache, dass er mich da auch irgendwo mal geführt hat auf irgendeinem Weg, dass ich halt sicher dort angekommen bin, wo ich hin musste. Also nicht mit dem Auto jetzt, ich bin niemals Auto gefahren, sondern einfach halt auch, wenn man zu Fuß dann irgendwo weggegangen ist. Ja, und auf jeden Fall, um zu erzählen, wie ich dann halt wieder so zum Glauben gefunden habe. Ich habe dann irgendwann auch meine jetzige Freundin kennengelernt. Dass wir uns das erste Mal getroffen haben, habe ich ihr dann halt auch erzählt, dass ich an Gott glaube, obwohl ich da auch nicht zur Gemeinde gegangen bin und eigentlich mein Leben auch so weitergeführt habe mit Alkohol, Zigaretten und Marihuana. Und habe ihr das dann halt gesagt, dass ich auch kein Schweinefleisch esse und dass ich halt an Gott glaube. Und ja, sie fand das gut und hat mir dann halt auch erzählt, dass sie auch schon Erfahrung, also sie hat jetzt auch an etwas geglaubt, dass es auf jeden Fall etwas gibt, weil sie im Gebet halt auch Erfahrungen gemacht hat, wo Gott halt auch ihre Gebete schon mal beantwortet hat. Und ja, das war halt so interessant. Das war halt so, sag ich mal, vorher hatte ich auch mal Freundinnen aus der Welt. Aber sie war da irgendwie ganz anders, weil sie war so eine Person, wo ich gleich gemerkt habe, mit ihr kann ich auf jeden Fall über den Glauben reden oder überhaupt, ne, dass es einen Gott gibt. Weil die anderen waren damals, ja, okay, du hast mir jetzt erzählt, dass du glaubst und dass du kein Schweinefleisch isst, aber dann war auch immer gut. Ne? Da habe ich mich nur an die Lebensgeschichte von Walter Veit erinnert. Der hat mir halt, also die habe ich komischerweise auch ein paar Monate davor nochmal geguckt. Ich hatte sie schon das zweite oder dritte Mal geguckt. Und er erzählt da eine Begebenheit von seinem, ich weiß jetzt nicht, ich glaube seinem Sohn, der noch ein Baby war und dann nachts um eins immer auf einmal geschrien hat. Ne? Und wie am Spieß und hat dann auch hohes Fieber gekriegt und er ist dann mit dem Kind ins Krankenhaus und die wussten auch nicht, was sie machen sollen. Und irgendwann war dann mal gut, dann sind sie wieder nach Hause und dann kam ja dann irgendwann mal der katholische Priester, den er gerufen hat, weil das nicht mehr aufgehört hat und hat dann halt seine Zeremonie da gemacht mit dem Weihwasser und so weiter. Und dann war halt auch erstmal wieder Ruhe und naja, sie hat halt auch sowas Ähnliches erfahren. Ja, dann habe ich erzählt, ich kenne so einen Professor, der zum Glauben gefunden hat und der hat auch sowas Ähnliches erlebt wie du. Wenn du möchtest, können wir uns das gerne mal zusammen angucken. Ja, und dann war sie ganz interessiert und dann haben wir uns das in den nächsten Wochen dann irgendwann mal zusammen angeguckt. Und sie war da auch total begeistert von Walter Veit und seiner Lebensgeschichte. Ja, und irgendwie so nach und nach, das war nicht, dass wir uns da gleich sofort reingesteigert haben, jetzt ja, zum Glauben wir, oder dass ich wieder zurückgefunden habe, sondern wir haben dann nach und nach dann angefangen. Ernährungsvorträge von ihm zu gucken, haben uns dann erstmal auch beide zusammen entschieden, uns vegetarisch zu ernähren. Und ja, ein Jahr oder ein knappes Jahr später sind wir dann noch auf die vegane Ernährung umgestiegen. Und wir haben uns halt immer mehr Sachen von ihm angeguckt und da war so ein Punkt bei ihr, das, ja, das bereue ich auch so damals so ein bisschen, da wollte sie unbedingt in die Gemeinde. Nach Hameln, also in die Adventgemeinde und wollte sich das mal anschauen, wie es da ist. Ja, wo ich dann, oh, ich weiß, ich bin da irgendwie noch nicht bereit zu und irgendwie habe ich mich so innerlich dagegen gesträubt. Ich weiß, ich meine, wir wissen, wer da gewirkt hat. Ne?
Und ja, es war so ein bisschen schade, weil irgendwann kam dann der Punkt nach einer Zeit, wo ich dann hin wollte und gesagt habe, wollen wir jetzt mal. Und dann war sie wieder an dem Punkt, wo sie gesagt hat, ah, nee, du lass das mal so, erstmal noch nicht. Ne? Ja, es war halt so ganz komisch. Ne? Naja, und ich muss dann sagen, ich habe halt mit meiner Freundin trotzdem, also wir haben weltlich gelebt, ne? Wir haben in einem Bett geschlafen und ja, nicht so, wie Gott es sich halt wünscht, unehelich. Miteinander gelebt. Ja, und irgendwann haben wir uns immer mehr damit beschäftigt, haben uns immer mehr Vorträge angeguckt. Dann haben wir auch angefangen, Bibelstunden zu nehmen. Und ja, so langsam hat sich meine Beziehung zu Jesus Christus dann gesteigert. Auch vor allem muss ich sagen, es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber in dieser Zeit, wo ich habe bestimmt so 2, 3 Jahre Vorträge geguckt von allen möglichen Sprechern, von Tim Hofmann, Olaf Schröer, Walter Veit und ja, noch viele andere. Und da habe ich wirklich sehr viel gelernt. Da muss ich sagen, das hat jetzt nichts mit meiner Gemeinde zu tun, wo ich hingegangen bin oder immer noch hingehe, sondern mehr damit, dass ich da halt ja, viel mehr Interesse auch dran hatte. Das war alles viel intensiver, habe ich das aufgenommen und habe das auch wirklich ernst genommen. Auch, muss ich sagen, das erste Mal so wirklich was von Ellen White gehört, obwohl ich 18 Jahre in der Gemeinde war. Das ist schon komisch, wenn man das so hört, ne? Aber ja, es war halt wirklich so. Ne? Ja, und ja, dann Bibelstunden genommen. Und ich habe mich dann allerdings umentschieden, mich dann vom anderen Prediger taufen zu lassen. Und ja, habe mich jetzt dann am 30. Januar diesen Jahres taufen lassen. Bin auch Gott wirklich sehr dankbar dafür, weil ich das wirklich alles ihm zu verdanken habe. Und ja, es war wirklich ein Auf und Ab bei mir in meinem Leben. Also ich habe wirklich auch viele schlimme Sachen gemacht, ne, auf die ich nicht besonders stolz bin, aber kann ich Gott dankbar sein, dass ich wirklich jetzt hier stehen darf und mein Zeugnis geben kann. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Wiederkunft Jesu. Das habe ich auch bei meiner Taufe erzählt. Ich freue mich einfach darauf, wenn Jesus Christus wiederkommt auf diese Erde, ihn einfach in meine Arme zu nehmen und ihm herzlich Danke zu sagen für alles, was er in meinem Leben wirklich getan hat, weil ihr kennt ja bestimmt diese Spuren im Sand, ne, wo man denkt, man ist alleine, weil da nur eine Fußspur ist. Und ich denke, das war so oft in meinem Leben, ne, wo ich das vielleicht im Nachhinein erstmal erfahren werde, wo er mich überall behütet und geführt hat. Und ja, dann möchte ich ihm wirklich Lob und Dank aussprechen. Ja, jetzt wollte ich dann noch kurz erzählen, wie ich zu der medizinischen Missionsarbeit gekommen bin. Deswegen bin ich auch hier, weil ich gerne die Ausbildung bei Melbourne machen wollte, schon länger. Aber jetzt hat mich Gott halt hierher geführt und da freue ich mich auch sehr drüber. Ich hatte angefangen, irgendwann mal auch während der Jahre Vorträge von Thomas Jackson anzugucken. Also so durch Zufall, muss ich sagen. Damals hieß es, jetzt heißt es Wort TV, damals hieß es Amazing Discoveries. Also der Live-Sender von denen, der Internetsender. Und habe das dann immer nebenbei so angemacht. Ne? Habe dann irgendwas gemacht zu Hause, oder in der Küche irgendwas vorbereitet oder so. Und dann ja, lief da auf einmal das mit, ja, mit Thomas Jackson, ne? Wo ich total begeistert von war. Er hat dann da so Sachen erzählt, die habe ich noch nie gehört, ne? Von wegen hier mit den Mineralien, die in der Erde sind, dass wir die als Menschen brauchen und dass wir aus Erde gemacht sind. Das fand ich einfach so interessant. Und dann hatte ich mal im Internet geguckt, weil die Vorträge von ihm liefen dann ja da immer nur live und dann zwischendurch mal. Und dann hatte ich ihn im Internet gefunden und der hatte 16 Vorträge zur Zeit, 8 Vorträge und 8 Workshops. Ja, und die habe ich mir dann nach und nach, habe ich sogar mit meiner Freundin zusammen angeguckt, welche ihr das erzählt hatte und sie war da auch sehr begeistert von. Irgendwann hatte ich dann mal, das war dann, ich weiß es gar nicht mehr genau, ein halbes Jahr später oder so, habe ich dann halt gesehen, dass auf dem Michelsberg halt das Bible Health Camp ist. Ne? Und habe nur Thomas Jackson so ein Bild gesehen und dachte, Mensch, das ist ja toll. Ne? Melbourne kannte ich damals noch nicht, Entschuldigung. Du warst da noch nicht so bekannt. Ne? Und da war halt auch noch Melvin Wilson dabei und wie gesagt, Melbourne, der hat das ja organisiert. Und ja, ich habe mich dann da einfach mal angemeldet und
Also, wo ich da war, muss ich sagen, das war so eine gesegnete Woche für mich. Das war wirklich allein dieser herzhafte Umgang unter den Geschwistern. Ich kenne das halt von der Arbeit, dass da leider oft ja, viel Perverses geredet wird und immer Musik und immer irgendwelche Themen, die mich eigentlich, seitdem ich mich zum Glauben bekehrt habe, gar nicht mehr interessieren. Und es war so eine herzliche Atmosphäre. Ich musste keine Musik hören, weil auf der Arbeit bei uns musste irgendwie mal Musik anmachen. Was ich vorher geliebt habe und danach irgendwann mal gehasst habe und ja, auch immer noch nicht mag. Und, naja, und es war einfach so schön, auch das, was ich dort lernen konnte, ne, was ich dort lernen durfte. Das war so ein richtiges Feuer in mir, ja, das einfach weiterzugeben. Und wo ich nach Hause gekommen bin, habe ich es gleich allen erzählt, meinen Eltern, meinen Geschwistern, auf der Arbeit, Arbeitskollegen. Und es kam leider oft, muss man so sagen, dann halt so eine gewisse Abneigung und hilft das denn? Und solche Sachen. Und das fand ich halt immer so schade. Ne? Ich meine, gut, man kann nicht davon erwarten, dass die Menschen das gleich alle so annehmen, nur weil man das selber alles erfahren hat und auch daran glaubt, dass das alles so ist. Naja, und leider hat das dann irgendwann so ein bisschen wieder abgenommen, aber ich habe mich trotzdem mal wieder damit beschäftigt. Ich habe dann auch angefangen von Ellen White, wie heißt das nochmal, auf den Spuren des großen Arztes, ne? Acht Schritte zur Gesundheit heißt das ja jetzt und besser leben, besser. Bewusst, genau, danke. Bewusst essen, bewusst leben gelesen und ja, das war einfach unfassbar, was Ellen White dort geschrieben hat. Ne? Also, das war wirklich auch ein Segen, das zu lesen. Ne? Also, kann ich auch jedem nur empfehlen, der das noch nicht gelesen hat bis jetzt. Da erfährt man so viele Dinge und die diese Frau einfach von sich aus gar nicht wissen konnte. Und wer sagt, dass sie halt nicht von Gott geführt war oder keine Prophetin war, dem kann ich nur empfehlen, ihre Bücher zu lesen. Dass sie halt wirklich alles mit der Bibel übereinstimmt, was sie sagten. Ja, und 2019 war ich dann nicht dabei. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, da hatte ich nochmal einen Rückschlag mit Marihuana. Da bin ich nochmal reingerutscht. Für 3 Monate habe ich das dann nochmal konsumiert. Und ich habe auch in dieser Zeit gemerkt, obwohl ich schon sehr nah bei Gott war, habe ich halt, ja, nach und nach, wie das halt so ist, ne? Man kann nicht zwei Herren dienen, ja, habe ich dann langsam aufgehört zu beten, aufgehört in der Bibel zu lesen. Und das ging dann 3 Monate so. Und ja, irgendwann hatte ich mir dann halt nochmal so eine Marihuana-Zigarette gebaut und bin dann irgendwo in den Wald gegangen und habe dann ein paar Mal dran gezogen und habe dann gesagt, was machst du hier eigentlich? Du bist schon so auf dem richtigen Weg gewesen und jetzt gehst du wieder rückwärts. Ne? Und habe das dann wirklich ausgemacht, bin nach Hause gegangen, da hatte ich dann halt noch ein bisschen was in meinem Beutel, in meiner kleinen Tüte und dann habe ich das einfach genommen, ohne aber auch einen Kampf damit zu haben, dass ich es ne, dass ich es halt vielleicht doch behalte, falls ich doch nochmal Lust kriege, habe ich das einfach alles genommen und im Klo runtergespült. Und seitdem habe ich es auch nicht mehr angefasst und ich bin auch Gott dankbar, weil ich musste mich natürlich ihm erst wieder nähern. Ne? Das war erstmal ein kleiner Anstieg für mich. Ne? Das war ein bisschen anstrengend in der ersten Zeit, aber er hat mich wirklich davor bewahrt und ich muss auch sagen, ich bin auch dank ihm von diesen ganzen Dingen weggekommen. Weil wenn ich nicht gebetet hätte und wenn ich heute auch nicht jeden Tag beten würde, könnte ich auch ganz schnell wieder da reinrutschen. Da bin ich ganz ehrlich. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier sein kann, dass ich jetzt die medizinische Missionsausbildung machen kann und ich hoffe, dass Gott mich auch weiterhin auf seinem Weg führt. Das wünsche ich natürlich auch für uns alle, die hier sind, dass Gott euch auch führt. Für jeden hat er ja irgendwas anderes vor. Aber Ellen White hat ja auch geschrieben, jeder sollte auch ein medizinischer Missionar sein. Amen. Und das ist halt wirklich, sollte man sich zu Herzen nehmen. Das wünsche ich mir halt für uns alle und ich danke Gott herzlich, dass ich jetzt hier mein Zeugnis geben konnte. Danke, dass ich hier mit euch den Sabbat verbringen kann und ich wünsche uns noch einen schönen Sabbat in Gottes Gegenwart. Ich würde auch noch gerne ein kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich bis hierher geführt hast, auch wenn ich Höhen und Tiefen auf meinem Weg zu dir hatte.
Ich danke dir ganz herzlich, dass du, Herr, auch jetzt hier durch mich gesprochen hast, dass ich mein Zeugnis geben konnte, Herr. Dir alleine gebührt Lob, Dank und Ehre, dass ich hier stehe, Herr, dass ich frei bin von den Dingen, die mich so gefangen gehalten haben. Herr, du weißt aber, dass Satan keine Ruhe gibt und dass er jeden einzelnen von uns tagtäglich versucht anzugreifen und auch zu verführen. Ich bitte dich um Kraft für jeden Einzelnen hier und auch auf der ganzen Welt, Herr, bei deinem Adventvolk, dass du sie beschützt, auch alle anderen Menschen, dass sie, Herr, den Weg zu dir finden. Und bitte lass uns auch durch missionarische Arbeit, durch medizinisch-missionarische Arbeit oder durch andere medizinische Missionarsarbeit auf dieser Welt wirken, Herr. Lass uns das Evangelium in der ganzen Welt verbreiten, damit du, Herr Jesus Christus, bald auf diese Erde wiederkommen kannst in deiner ganzen Herrlichkeit, mit deinen ganzen Engeln. Und segne du uns bitte auf diesem Weg und behüte uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, vielen Dank für dieses sehr persönliche Zeugnis auch. Es hat bestimmt auch Mut gekostet, auch so offen zu sein und so viele Details in deiner Erfahrung mit uns zu teilen. Es ist vertraulich und persönlich. Und ja, da kommt mir ein Bibelvers in den Sinn, den ich dir und uns allen schenken möchte. Da heißt es im 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 12. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Amen. Man kann deine Liebe zum Herrn hören und spüren und deine Entschlossenheit, vorwärts zu kämpfen. Dazu möchten wir Lied Nummer 107 singen, auf höherem Plan. Ich kämpfe vorwärts Tag um Tag, dass ich das Ziel erreichen mag. Lied Nummer 107. 4. Nur 4? 107 hat 4 Strophen. Genau. Lied Nummer 107. Lasst uns dazu aufstehen.